Hey Leute, hier Pandero wieder am Apparat. Ich weiß echt gerade nicht, was das gerade war. Deswegen melde ich mich jetzt hier ungewollt im dritten Part. Wobei, was jetzt eigentlich kommen sollte, noch zum zweiten Part gehören sollte. Aber okay. Ich war gerade dabei zu sagen, dass Heiko sich bei anderen Leuten rumschnort, damit er sich ein eigenes Pokémon fangen darf. Und dann geht er direkt mal zu meinem Vater hier. Und so nett wie mein Daddy ist. Vorspulen hier. Heiko, er bekommt einen Zickzack. Einen einzigen Pokéball. Und wie es der Zufall bestimmt, entdeckt ausgerechnet dieser arme Bengel das in diesem Feld seltenste Pokémon, Trassler. Aber okay. Wird gerade alles vom Computer gesteuert. Ja, deswegen können wir nichts Großartiges machen, als einfach nur abwarten. Seht euch mal an, wie wenig er dieses Viech geschwächt hat. Wirft ein Pokéball drin! Ich glaub's einfach nicht. Was ein verdammter Glückspilz das doch ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, Heiko, würde ich mal sagen. So, jetzt müssen wir nach Metaross City. Dort wartet Felicia auf uns. Sie hat Gesteins-Pokémon. Da ist unser hier. Wie heißt das? Swampert eigentlich richtig gut aufgehoben. Weil Gestein-Pokémon Wasserschwäche haben. Dann. Ah, genau. Bei der Rubin-Edition kann man einfach weiterlaufen, aber bei der Smaragd-Edition hier trifft man öfters im Spiel auf diesen Spielcharakter namens Scott. So. Aber wir erfahren eh noch mehr über Scott im Laufe des Spiels und wer er in Wirklichkeit ist. Sehr merkwürdiger Mann. Aber okay. Zwei Sindelbeeren erstmal. Oh, komm. Diese Piercive-Bären heilen Vergiftung. Kann auch ziemlich nützlich sein. So, ich habe das Gefühl, dass diese kleine dreckige Göre irgendwas macht, deswegen speichere ich gerade mal. So. Weil in der Rubin-Edition steht hier der Schnösel René und er hat auch einen Zickzacks und der Arsch hat eine Top-Genesung. Wenn ich mich nicht irre, kann sein Zickzack sogar Surfer, ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht war es auch woanders. Okay, so schlimm war das Zickzack jetzt auch nicht. Aber sicher ist sicher. So, der Blütenburgwald ist eigentlich ziemlich chillig. Abgesehen von Panekon und Baumpel gibt es ja auch Bummels. Ich will mir überlegen, ob ich mir eins fange. Wow, Goldwasser. Swampel erreicht Level 11. Okay, ich hatte auf meiner anderen Rubin-Edition auch einen Pudox gehabt, Level
53. Das konnte Hyperstrahl, war richtig chillig eigentlich. Mir hat's gefallen, aber vom Bauntel halte ich wie gesagt nichts. Pinella auch nicht. Brudox ist das einzige von seinen Entwicklungen, das ich akzeptiere. So, hier holen wir uns erstmal einen Paraheiler. Und hier ist ein Mitarbeiter von der Firma Devon. Er sucht einen Knilz. Aber urplötzlich aus dem Nichts erscheint ein Mitglied von dem bösartigen Team Aqua. Und da der Devon-Händler Schiss hat, müssen wir uns den Arsch aufreißen mit unserem Schiss. Mir gefällt dieses A-Zeichen oder was auch immer das sein soll voll. Ich glaube, die von Team Aqua haben ziemlich viele Pfiffchen und die von Team Magma haben Kamau. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, Level 9. Auch nicht schlecht. Aber kein Problem, zweimal Aqua-Knarre hier. Und das Pfiffchen ist auch Geschichte. Ah, noch 2 Minuten. Das packen wir noch locker bis nach Metaros City. Schleiche ich mich einfach mal an den Trainern vorbei. Wahnsinn, bekommt schon am Anfang einen Superball. Geiler Typ. Der hat echt Geld in seiner Hosentasche drin, dieser Typ. Der hat Moneten in den Gräten. Pfiffchen. In meiner anderen Smaragd-Edition habe ich auch einen Magnaien. So, ich versuche diesem Trainer auszuweichen. Zack! Mission Impossible. Geil, Äther ist gut. Füllt die KP, AP an der gewünschten Attacke um 10 auf. 2 Sinnelbeeren. Bärenpflanzen? Amrena-Bären. Ich glaube, die heilen Verwirrung. Erstmal an dem Typ vorbeischmuggeln. Ein bisschen später. Deswegen können wir eh nicht kämpfen, weil wir noch keine 2 Pokémon im Team haben. So. Herzlich willkommen in Metaros City. Eigentlich eine ganz chillige Stadt, moderne Häuser und so. Hier ist auch die Trainerschule. So, leider ist das Video jetzt vorbei. Bitte macht keine schlechten Kommentare. Das ist mein erstes richtig aufgenommenes Video. Und ich würde dann mal sagen, ciao und wir sehen uns in Part 4.